Taizé, tun Sie, was ich Ihnen sage, dann passiert Ihnen nichts. Öffnen Sie den Geldschrank. Aber hören Sie, da kommt nur der Direktor ran. Ich habe dafür keinen Schlüssel. Reden Sie keinen Unsinn. Ich will nicht ungemütlich werden. Öffnen Sie ihn. Na los, Mann. Guten Morgen. Stehen bleiben! Was machen Sie da? Damit werden Sie nicht weit kommen. Sind Sie da ganz sicher, Richter? Was ist mit ihm? Vergiss ihn einfach. Raus hier. Los, hinterher! Beeilt euch! Es hat keinen Sinn. Wir holen Sie nicht mehr ein. Sie haben einen zu großen Vorsprung. Reiten wir zurück. Aus eigener Kraft werden wir Sie niemals dingfest machen. Diese Banditen bauen auf die Unterstützung unserer Einwohner, die einfach nur auf Angst begründet ist. Die anderen Unionsstaaten erleben einen industriellen Aufschwung. Darauf können wir noch lange warten, meine Herren, solange diese Banditen in unserer Gegend ihr Unwesen treiben. Mit welchen Mitteln würden Sie denn diese Banditen bekämpfen wollen? Die einzige Chance sind doch Unionstruppen, oder? Ich bin dagegen. Die Armee bringt nur Gewalt, Zerstörung und Tod. Das wissen wir doch alle. Wenn wir die Armee einsetzen würden, dann würden wir nur einen Krieg durch den anderen ersetzen. Ganz Ihrer Meinung, Mr. Dewey. Aber ich glaube, dass uns nur eine Generalamnestie aus Washington wirklich Frieden bringt. Fakt ist, dass ich diese Banditen niemals als Mitglieder einer zivilen Gesellschaft ansehen werden, solange wir sie für Verbrechen verfolgen, die sie in Kriegszeiten begangen haben. Es ist absurd, von Verbrechen in Kriegszeiten zu reden. Es sind einfach normale Verbrechen von Bill Anderson und seinen Männern. Nein, nein, Gentlemen. Wir müssen diese Banditen mit eigenen Mitteln bekämpfen, mit den Kräften, die wir zur Verfügung haben. Ich bin sicher, Sie haben alle bereits von der Pinkerton-Ermittlungsagentur gehört. Sie haben doch nicht vor, die Angelegenheit einem Amateurdetektiv anzuvertrauen. Er ist kein Amateurdetektiv, Gentlemen. Pinkerton hat landesweit neue Büros eröffnet. Niemand kennt die Identität seiner Ermittler, deshalb können Sie auch derart effektiv arbeiten.
Ich schlage vor, umgehend ein Telegramm nach New York zu schicken und ihn um Hilfe zu bitten. Sind Sie damit einverstanden, Gentlemen? Mhm. Ja. Ja, bestens. Also dann schreibe ich jetzt das Telegramm. Ich muss doch sicher nicht extra betonen, wie wichtig es ist, dass die Angelegenheit unter uns bleibt. Ja, selbstverständlich. Ja, ja, es bleibt ja unter uns. Du hast mich lange warten lassen. Hast du mein Zeichen gesehen? Ja, und ich war schon ganz unruhig, weil Daddy nicht schlafen gehen wollte. Lucy. Ich schäme mich, dass wir uns heimlich treffen müssen, Kit. Er hat nur noch mich. Verstehst du? Er will, dass ich mal einen Mann heirate, der Einfluss hat. Und Geld. Aber ich liebe nur dich. Du willst also keinen einflussreichen Mann heiraten, der Geld hat? Kit, lass dich nicht mehr mit diesen Leuten ein. Sie bringen dir nur Unglück. Ich möchte dich nicht nur heimlich sehen in irgendwelchen Verstecken. Ich möchte mich öffentlich mit dir zeigen können. Aber nicht hier. Wenn ich im großen Krieg doch nur nicht so jung gewesen wäre, dann hätte ich beim Kampf mitmachen können. Gegen diese miesen Eindringlinge. Als es kein Verbrechen war, sie abzuknallen. Vielleicht wäre dann alles anders. Und ich wäre nicht so voller Hass. Dies hier ist mein Krieg, Lucy. Und es ist mir völlig egal, dass meine Freunde Banditen sind. Sie müssen hier gerastet haben. Schauen Sie sich die Spuren dort an. Sie weisen alle in die eine Richtung. Danke, dass Sie uns geholfen haben, Richter. Wenn die Spuren wirklich zu Ihrem Versteck führen, dann werden wir diesen Mr. Anderson und seine Bande endlich los. Und bekommen das Geld zurück. Verschwenden wir keine Zeit mehr. Haltet die Pferde ruhig und die Augen offen. Also vorwärts. Wir haben euch umzingelt. Am besten ihr ergebt euch. Los, von den Pferden runter, aber ein bisschen plötzlich. Wir haben Ihren Besuch erwartet, Sheriff. Aber wir haben mit mehr Leuten gerechnet. Mit ganz Springfield, auf der Jagd nach dem berüchtigten Bill Anderson. Aber ihr seid ja gerade ein Dutzend, wenn ich mich nicht irre. Mehr konnten sie in Missouri nicht zusammenkratzen. Kennt ihr einen davon? Das ist Jack, der Schuhmacher von Springfield. Irgendwann werden wir uns wiedersehen, Bill. Der hier kommt mit, Leute. Und wer ist das? Das ist Joshua, ein stadtbekannter Trottel, den kennt jeder. Und der hier? Das ist nur der Lehrer. Und wer bist du? Hey, ganz ruhig. Den hier will ich auch mitnehmen. Hab ein Auge auf ihn, Zack. Und wer ist das? Der Schmied, Bill. Hören Sie, Richter Grant. Kümmern Sie sich von jetzt an um Ihre eigenen Angelegenheiten. Halten Sie sich da raus, wenn Ihnen Ihr Leben lieb ist. Okay, ich lasse euch jetzt alle in eure Stadt zurück. Und ich rate euch, dort zu bleiben. Los, bewegt euch!
Wir ziehen uns zurück, Jungs. Augenblick mal. Und? Du hast uns wirklich nichts zu erzählen? Ich hab Ihnen doch gesagt, ich bin Grubenarbeiter. Ich arbeite erst seit einer Woche hier. Na schön. Ganz wie du willst. Überleg's dir noch mal. Es ist sinnlos, ihn zu schlagen. Er hat euch die Wahrheit gesagt. Warum sollte ich dir glauben? Wenn hier einer von euch für Pinkerton arbeitet, wird er es ja wohl nicht zugeben. Aber eins muss hier klar sein, mein Freund. Bill Anderson macht niemals einen Fehler. Und weißt du auch, wieso nicht? Weil ich niemals ein unnötiges Risiko eingehe. Knüpft sie auf! Zack, weißt du, wo Kit steckt? Ja, der schläft wie ein Toter. Er hat seit zwei Tagen kein Auge zugemacht. Aber vielleicht sollten wir ihm den Spaß gönnen und ihn aufwecken. Na ja. Wir sind soweit, Bill. Na dann. Noch habt ihr Zeit, euch die Sache zu überlegen. Wollt ihr reden? Wir haben die Wahrheit gesagt. Wir kennen keine Pinkerton-Agentur. Na schön. Ihr wollt es nicht anders. Los, Nick! Er ist tot, Bill. Was? Der Schuss kam aus der Richtung! Zack, du kommst mit. Wer immer das war, da oben kann er uns nicht entkommen. Er sitzt in der Falle. Wir warten am Ende der Schlucht auf ihn. Na los, vorwärts. Hände hoch! Keine Bewegung! Und vor allem keine Tricks! Lass die Kanone fallen! Okay. Bringen wir ihn in unser Versteck. Wir werden schon rauskriegen, wer das ist. Er war Offizier der Unionstruppen. Bevor ich zu euch gestoßen bin, hat er mir auf dem Schlachtfeld das Leben gerettet. Ich bin also in seiner Schuld. Lass ihn laufen, Bill. Bist du verrückt? Wer garantiert uns, dass nicht genau er der Mann ist, den wir suchen? Na, ich. Du hast mein Wort. Ich will, dass du ihn gehen lässt. Aber er hat einen von uns umgelegt. Und er hat mir das Leben gerettet, Bill. Ich bezahle immer meine Schulden. Lass ihn gehen. Augenblick noch. Jetzt sind wir beide quitt. Wenn du an deinem Leben hängst, würde ich dir raten, mir nicht nochmal über den Weg zu laufen. Er ist frei. Ich will, dass ihr ihn gehen lasst, okay?
Siehst du das? Keine Sorge, Bill. Er ist nicht der Mann, den du suchst. Auf jeden Fall ist es besser, wenn wir von hier verschwinden. Zack, sag den anderen Bescheid. Was soll mit denen da werden? Geh einfach, um die kümmere ich mich. Bald etwas geschieht, ist man sich in Springfield seines Lebens nicht mehr sicher. Der Sheriff trommelt gerade aus dem ganzen Land Freiwillige zusammen, um Bill Andersons Bande zu schnappen. Thompson, siehst du das? Also tot ist der Kerl nicht. Aber vielleicht ist er verwundet. Helfen wir ihm runter. Guten Morgen, die unbekannten Herren. Wenn ich mich nicht irre, dann befinde ich mich hier in Springfield, oder? Ganz recht. Alles in Ordnung mit Ihnen? Ja, ja. Es geht mir gut, Mister. Danke. Ich habe mir unterwegs ein paar Bier genehmigt, nur wegen der Hitze. Es war vielleicht eins zu viel, aber Rebecca weiß immer ganz genau, was zu tun ist. Ja. Wissen Sie, was ich jetzt brauche, Gentlemen? Ein Humpen Bier und ein Bett für meine müden Knochen. Ich denke, ich bleibe erst mal hier. Würden die Herren etwas mit mir trinken? Mit Vergnügen, Sir. Thompson, kümmere dich um das Pferd und die Sachen des Herrn. Entschuldigen Sie, wie sagten Sie, war Ihr Name? Also, wenn ich ehrlich sein soll, habe ich Ihnen den noch gar nicht gesagt. Aber Sie dürfen ihn gerne erfahren. Daniel G. Samuelson. Aber da Sie so freundlich zu mir waren, dürfen Sie mich Dan nennen. Bitte. Na dann. Hau die alle zusammen. Geht sofort los, ja? Kommt, Jungs, ran an die Bar. Die Drinks gehen auf mich. Hallo. Ich hoffe, Sie haben genug Bier, um mich und meine Freunde hier so richtig abzufüllen. Kommen Sie von weit her? Ja, von der Ostküste, Boston. Ganz schöne Entfernung, wenn man den Weg reitet. Oh, nicht doch. Ich bin mit meinem Pferd im Zug gefahren. Jedenfalls bis Jefferson City. Dann wurde mir langweilig und ich habe beschlossen, lieber weiter zu reiten. Mein Pferd war anderer Meinung, aber ich konnte es dann überreden. Haben Sie vor, länger hier zu bleiben, Sir? Ich frage nur wegen meines Biervorrats. Nein, ich will in den Westen. Dorthin bin ich gerade unterwegs, Sir. Und in ein paar Jahren werde ich wieder hier durchkommen, aber die Taschen voller Gold. Dann werde ich einigen Leuten beweisen, wozu der große Daniel G. Samuelson fähig ist. So wie Sie angezogen sind, sehen Sie nicht so aus, als hätten Sie dringend Gold nötig. Naja, was Sie heute sehen können, das ist der letzte gute Anzug, der mir von meinem Reichtum geblieben ist. Das ist die Wahrheit, Gentlemen. Meine Familie, die reichen Samuels und Samuelsons aus Boston, eine Großhändlerdynastie, hatte die Schnauze voll von mir. Ich bin immer das schwarze Schaf gewesen. Aber ich habe gesagt, ihr könnt mich mal. Es gibt sicher noch was Besseres, als den Leuten irgendwelchen Schrott anzudrehen. Ich wusste, ich bin zu Höherem geboren und habe mich in den Sattel geschwungen. Doc Wall ist zurück und Robert auch. Darauf müssen wir einen trinken, Jungs. Ja, erste Runde. Ja. Na du? Ja. Jetzt seid doch mal ruhig, Leute. Lasst sie reden. Also bitte. Wir wollen wissen, was passiert ist. Bill und seine Männer wollten uns hängen, weil sie dachten, einer von uns wäre Spion für Pinkerton. Dann hörten wir einen Schuss und der Bandit, der uns hängen wollte, fiel tot um. Dann ging so ein Tumult los, dass wir nicht mehr mitbekommen haben, was da um uns herum ablief. Danach haben sie uns niedergeschlagen und als wir aufgewacht sind, waren wir allein. Dann kriegte ich meine Fesseln los und wir konnten endlich fliehen. Hey, Stockwell, Bob, seht doch mal. Ich will verdammt sein, wenn er das nicht ist. Der da?
Das ist Captain Blight. Auch wenn er Captain ist. Er spioniert für die Banditen. Er sammelt Informationen für Anderson. Wir haben ihn gestern ohne jeden Zweifel in Bill Andersons Versteck gesehen. Captain, warten Sie mal. Kann es zufällig sein, dass man Sie in Bill Andersons Versteck gesehen hat? Ja. Schluss jetzt, das reicht. Sie Vollidiot, Sie begreifen überhaupt nichts. Dass Sie beide am Leben sind, das verdanken Sie mir. Wissen Sie, wer die Kugel abgefeuert hat, die Sie vom Galgen bewahrt hat? Das war ich. Ich habe diesen Schuss abgegeben, Mann, als man Sie hängen wollte. Und um ein Haar wären Sie tot gewesen, Sie Held. Zum Dank verprügeln Sie mich noch. Jetzt frage ich mich, ob es diese Mühe auch wert war. Ja, denn da macht jemand gemeinsame Sache mit den Banditen und beschützt diese Ratten. Aber er ist nicht unter euch, das steht fest. Ich wette, es ist ein sehr einflussreicher Bürger in dieser Stadt. Hm? Oh, besten Dank. Aber warum kümmern Sie sich nicht um Ihre eigenen Angelegenheiten, Fremder? Das waren zu viele gegen einen. Das fand ich nicht gerade sehr fair. Oh Mann, das habe ich wirklich sehr genossen. Das war eine herrliche Prügelei. Hey, hören Sie, Fremder. Sie haben wirklich eine komische Art, sich zu amüsieren, wenn Sie mich fragen. Ich will Sie nicht bevormunden, aber ich gebe Ihnen einen Rat. Ich werde mich an Ihrer Stelle nicht mehr in Dinge einmischen, die Sie nichts angehen. Sie leben dann garantiert länger. Aber das hier ist nur die Hälfte der vereinbarten Summe. Ja, aber mein Geld ist sauber im Gegensatz zu deinem. Versuch doch mal, dein Geld in Springfield oder Jefferson City auszugeben. Corbett, ich frage mich, was mich davon abhält, dich kurzerhand umzulegen. Das kann ich dir sagen. Ohne mich würdest du mit deinen Leuten nicht einen Monat überleben können. Jedenfalls hier in Missouri nicht. Du musst immer daran denken, Bill, ohne mich würdet ihr euch alle gegenseitig zerfleischen. Lass ihn gehen. Robert hat recht. Er nützt uns im Augenblick wirklich. Mir gefällt Ihre Stadt, aber es ist zu heiß hier. Und wenn schon. Dafür haben wir aber ein gutes Bier. Das finde ich auch. Wer ist der Mann da in der Kutsche? Oh, das ist Richter Grant. Er ist der Stolz von Springfield. Er ist in die Politik gegangen. Er hat sogar äußerst gute Chancen, im nächsten Jahr Senator zu werden. Das wäre für Missouri ein wahrer Segen. Hey! Oh, ist diese Miss nicht dort, der Stolz von Springfield? Die Kleine ist ja wunderschön. Wer ist das? Ah, das ist Miss Lucy. Und der Mann neben ihr, das ist ihr Vater, Major Corbett. Ihr Vater interessiert mich weniger. Wollen Sie mich nicht mit ihr bekannt machen? Der Major ist furchtbar streng. Ex-Konföderierter, reich und geschäftstüchtig. Ihm gehört eine Ranch in der Nähe und er hält sich für unheimlich wichtig. Sie würden ihn nicht unterhaltsam finden. Der Mann ist reich. Das wäre noch eine Sache, die für Miss Lucy sprechen würde. Er ist reich, das stimmt. Aber manchmal frage ich mich, wo er all das viele Geld her hat. Aber sagen Sie nicht eben was von einer Ranch? Und wenn schon. Ich meine, genau deshalb stelle ich mir ja die Frage. Na dann, ich muss jetzt gehen. Danke für das Bier. Dann wünsche ich noch einen guten Tag. Also, fahr schon zur Ranch. Ich komme zum Abendessen. Ich will noch mit Richter Grant reden. Ja, Dad, bis nachher. Bis nachher. Ich mach mir Sorgen. Der Mann von der Pinkerton-Agentur müsste doch langsam mal bei uns eintreffen, meinen Sie nicht auch?
Ja, aber bisher ist noch keine Nachricht gekommen. Halten Sie es für möglich, dass er schon inkognito gekommen ist? Kann schon sein, ja. Das würde ich nicht ausschließen. Möglich wäre es also. Dürfte ich erfahren, was Sie hier machen? Sagen Sie bloß nicht, Sie hätten sich im Zimmer geirrt. Oder etwa doch? Eine gute Idee. Aber ich habe eine Entschuldigung. Wenn ich zu viel trinke, dann irre ich mich immer bei den Zahlen. Aha, so geht es mir ab und zu mit Gesichtern. Ich habe Sie für einen Trottel gehalten. Aber jetzt sehe ich, Sie haben es faustdick hinter den Ohren. So ein Pech, Sie haben mich durchschaut. Ach so. Entschuldigen Sie die Störung, mein Freund. Es war in der Schlacht von Contreras, als Ihr Vater mir das Leben rettete, Miss Lucy. Das war sie doch. Oder? 1847. Wir waren 20 Jahre jünger, Gonzales. Und noch voller Hoffnungen. Es war keine schöne Zeit. Aber trotzdem hatte noch alles seine Ordnung. Geschäfte im Süden waren sehr vielversprechend. Und niemand hatte die verrückte Vorstellung, dass Schwarze genauso viel wert wären wie Weiße. Ich bitte dich, hör auf. Fang nicht immer wieder davon an. Entschuldige, Lucy. Aber es ist merkwürdig, dass du dieselben Ansichten vertrittst wie diese Heuchler im Norden. Das kommt alles nur davon, weil sie Onkel Toms Hütte gelesen hat. Es ist spät. Darf ich mich zurückziehen?
Oh, na selbstverständlich, Lucy. Gute Nacht. Gute Nacht, Miss Lucy. Gute Nacht. Gute Nacht. Na gut, dann gebe ich Ihnen jetzt das Geld. Ist es wieder so viel? Es wird von Mal zu Mal schwieriger, es über die Grenze zu schaffen. Kann ich mir vorstellen, Gonzales. Heutzutage wird für uns alles immer schwieriger. Das ist der letzte Transfer, den wir so abwickeln. Für den nächsten überlege ich mir derzeit ein neues System, Gonzales. Kit, es tut mir leid, aber heute kann ich nicht bei dir bleiben. Mein Vater hat Besuch von dem Mexikaner, der einmal im Monat kommt. Sie sollen nicht merken, dass ich nicht im Haus bin. Wir können nicht so weitermachen wie bisher. Komm mit mir mit, Lucy. Wir lassen alles hinter uns und verschwinden. Jeder Tag kann der letzte sein. Ist dir das klar? Gib mir bitte noch Zeit. Sei nicht böse. Ich verspreche dir, ich denke drüber nach. Bestimmt, Schatz. Lass uns bitte gehen. Gehst du nicht einfach zu Pinkerton zurück und sagst ihm, dass sich hier schon jemand um diese Banditen kümmert und dass dieser jemand auf Hilfe von anderen gut verzichten kann? Ich wollte ihn nicht umbringen, falls es dich interessiert. Ich habe nur gewusst, dass du hier bist und wollte dich aus deinem Versteck locken. Ach, und übrigens, gibst du mir bitte das Foto des Jungen zurück? Ja. Da wir beide an derselben Sache dran sind, könnten wir uns doch zusammenschmeißen. Ist doch besser, als gegeneinander zu arbeiten. Ich bin dabei, aber was den Jungen angeht, möchte ich, dass du ihn mir überlässt. Wenn du nur an dem Jungen interessiert bist, dann müsstest du mir mal erklären, warum du auch den Rest der Anderson-Bande jagst. Ich will ihn lebend. Und solange die anderen um ihn herum sind, komme ich nicht an ihn ran. Also, bis zum nächsten Mal. Hey, wer ist dieser Mann neben Corbett? Komm mit. Warte. Einen Augenblick, mein Freund. Ich muss erst wissen, was du für einen Verdacht hast. Von dem Geld, das Anderson erbeutet, wird eine Menge nach Mexiko rübergeschafft. Der Mann da ist Mexikaner. Vielleicht kann er uns ja ein paar Dinge erklären. Gehen wir. Halt! Runter vom Pferd. Und schön die Hände hoch. Was wollen Sie? Wo ist das Geld? Von welchem Geld sprechen Sie? Das Geld, das Corbett Ihnen gegeben hat. Sie müssen sich irren. Ich war beim Major zum Abendessen eingeladen. Na, mein Freund. Wollen Sie nicht doch reden? Lassen Sie das. Warten Sie! Hören Sie zu, wenn Sie nicht sterben wollen, dann tun Sie, was ich sage. Major Corbett! Major Corbett! Major Corbett! Was gibt es? Es ist wirklich sehr wichtig. Sie müssen runterkommen. Ist irgendwas passiert? Kommen Sie runter, Major, beeilen Sie sich! Mark! Mark! Geh rauf in mein Zimmer und beobachte vom Fenster aus den Hof. Irgendwas nicht in Ordnung, Sir. Das wird sich schon rausstellen. Halt einfach die Augen offen. Mhm. Also, was wollten Sie mir Wichtiges sagen, Gonzales? Naja,
Mich haben zwei Männer aufgehalten, nachdem ich ihr Haus verlassen hatte. Ich musste ihnen das Geld geben und ihnen alles gestehen. Wo sind die beiden hin? Nach Springfield. Sie sagten, sie wollten Richter Grant darüber informieren. Das müssen wir unbedingt verhindern. Ich fürchte, dafür ist es zu spät. Nehmen Sie die Hände hoch, Corbett. Ich weiß genug, um Sie in den Knast zu bringen. Mieser Verräter! Vater! Vater! Guten Morgen, Thomas. Ja, guten Morgen. Sie haben wohl nicht besonders viel geschlafen, Mr. Samuelson. Ja, Sie glauben nicht, wie recht Sie haben. Mein Zimmernachbar, dieser Captain Blythe, der macht einen Lärm wie eine Holzsäge. Mr. Samuelson? Ja? Ich würde Sie gern mal was fragen. Na, nur zu, Sheriff. Ich stehe Ihnen zur Verfügung. Wissen Sie, was letzte Nacht passiert ist? Was auch immer es war, ich hätte es niemals hören können. Mein Nachbar, Captain Blythe, schnarcht viel zu laut. Zwei Männer haben Corbett's Ranch überfallen. Sie haben den Major umgebracht und zwei seiner Leute. Aha. Bill Anderson mal wieder. Haben Sie schon gehört, Blythe? Die Banditen haben wieder mal zugeschlagen und Corbett umgenietet. Ich habe nichts von Banditen erwähnt. Mit keinem Wort. Ich weiß nicht, worauf Sie hinaus wollen. Mr. Samuelson, Captain Blythe, ich muss Sie festnehmen. Sie werden uns wohl einige Fragen beantworten müssen. Und was werfen Sie mir vor? Dürfte ich das wissen? Den Mord an Major Corbett und seinen Leuten. Sie irren sich. Sie machen wohl Witze, Sheriff. Ich sagte doch schon, weder Captain Blythe noch ich haben unsere Zimmer verlassen. Das haben Sie gesagt. Aber Mr. Hopkins hat Sie bei Sonnenaufgang gesehen. Und zwei von Corbetts Leuten haben Sie wiedererkannt. Wir haben aber nur aus Notwehr geschossen, Sheriff. Anscheinend wissen Sie nicht, wer dieser Corbett war. Er hat geschäftlich mit Bill Anderson zu tun. Warum glauben Sie diesem Mann hier nicht? Einem Mitarbeiter der bekannten Pinkerton-Agentur. Ich dachte, dass Captain Blythe der Pinkerton-Mann ist. Nicht ich. Sieh an, ein Kopfgeldjäger. Wer hätte das gedacht? Du bist ein hinterhältiger Betrüger. Nein, ich bin kein Betrüger. Es war deine Idee, dass ich jemand bin, der für Pinkerton arbeitet. Ich habe nur nichts getan, um dir die fixe Idee wieder auszureden. Wenn ich gewusst hätte, wer du wirklich bist, hätte ich niemals mit dir zusammengearbeitet. Tja. Und dann wäre ich jetzt auch nicht hier. Wir kommen hier raus. Nehmen wir an, du hättest einen echten Pinkerton-Mann getroffen. So einen wie diesen gewissen Hopkins. Glaubst du, du wärst mit dem einig geworden? Glaubst du wirklich, der hätte dir den Jungen als Geschenk überlassen, so mit Schleifchen und nettem Kartengruß? Ich nehme an, du brauchst das Kopfgeld für Bill Anderson inzwischen gar nicht mehr. Diese lausigen 2000 Dollar jetzt, wo du das Geld von dem Mexikaner hast. Warte mal, das ist die Idee. Hast du nicht gesagt, du kennst die Seriennummern dieser Banknoten? Das wäre der Beweis, Dan. Dann würde der Richter wissen, dass Corbett mit Anderson gemeinsame Sache gemacht hat. Oder? Das wäre vollkommen sinnlos. Wenn wir das Geld gleich in der Nacht vorbeigebracht hätten, dann hätte er uns vielleicht geglaubt. Aber jetzt wird ihn nichts davon abbringen, dass wir Corbett deshalb umgelegt haben, um ihn auszurauben. Ja. Nur wegen Hopkins. Wie kann es sein, dass der Kerl Bill und seine Leute nicht längst festgenommen hat? Zweimal hat dieser Bandit meinen Weg gekreuzt und beide Male ist er mir durch die Lappen gegangen. Die Frage ist, wie wir hier so schnell wie möglich rauskommen. Alan, setz dich doch mal. Was meinst du, wollen wir Partner bleiben, wenn wir wieder draußen sind? Denkst du denn auch immer, dass du das Kopfgeld kriegst? Ah. Nein, es geht mir nicht nur darum, Alan. Ist sowieso nicht viel, was sie für ihn ausspucken. Aber ich bin nun mal ein echter Profi, Alan. Und kein dahergelaufener Krimineller. Ich würde Bill gern lebend schnappen und etwas aus ihm herausquetschen. Zwei, drei Sachen interessieren mich schon sehr.
Außerdem arbeite ich gern mit dir. Aber erstmal müssten wir hier rauskommen. Das wird keine einfache Sache. Dann hat Corbett Pech gehabt. Soll er doch in der Hölle schmoren. Da, wo er hingehört. Aber ohne dass uns jemand die Corbett warnt, haben sie uns ziemlich bald am Arsch. Hier ist sowieso nicht mehr viel zu holen. Was sich gelohnt hat, das haben wir uns schon gegriffen. Wir verlassen Springfield. Bill, das Wasser. Im Westen, da soll es noch jede Menge Gold geben. Kaum besiedeltes Land. Niemand stellt dort Fragen. Es gibt keine Landwege, keine Eisenbahn, keine Pinkerton-Spione. Was können wir uns denn noch mehr wünschen? Du musst nur ein Wort sagen. Wir haben alle genug von diesem Rattennest. Lass uns nach Westen ziehen. Ich bin dabei, Bill. Das wusste ich doch. Also packt euer Zeug. Heute Abend brechen wir auf. Bis Kansas reiten wir getrennt. Es ist besser, wenn uns keiner zusammensieht. Sheriff, Sie müssen mal herkommen. Schnell! Sheriff! Sheriff! Was soll das werden? Hören Sie auf, so zu schreien. Dann werfen Sie mal einen Blick darüber. Ich habe geschlafen. Und habe nichts mitbekommen. Und als ich aufgewacht bin, sah ich ihn da hängen. Ich muss den Sheriff holen. Nein, warten Sie. Ich glaube, er lebt noch. Nehmen wir ihn runter. Na schön, aber Sie stellen sich mit erhobenen Händen an die Wand. Wie Sie wollen. Hey, komm erst mal her. Hilf mir runter, oder meinst du, es ist bequem, so zu hängen? Wir treffen uns in 2 Stunden im Hotel. Okay. Mr. Hopkins von der Pinkerton-Agentur. Kit! Lucy! Wer sind Sie? Nun, mein Name spielt keine Rolle, aber ich versichere Ihnen, dass ich ein guter Freund bin. Bitte gehen Sie. Ich möchte nicht mit Ihnen reden. Ja, ich werde gehen, aber vielleicht könnten Sie mir erst einmal zuhören. Ich weiß, dass Sie Kit lieben, Lucy. Ich bin sicher, Sie möchten nicht, dass Kit etwas Schlimmes zustößt. Sie meinen, er ist in Gefahr? Oh ja, und er wird immer in Gefahr sein. Das werden Sie bestimmt selber wissen. Aber ich könnte etwas tun, damit diese Gefahr geringer wird. Dafür brauche ich allerdings Ihre Hilfe. Und wie soll die aussehen? Sie müssen mir sagen, wo er ist. Lucy, warten Sie. Ich werde Ihnen nichts sagen. Nicht das Geringste. Sie wollen ihn nur umbringen, um die Belohnung abzukassieren. Nein, ich will Kit nichts antun.
Ich sagte, ich bin ein Freund. Wenn Sie Michael wirklich lieben, dann müssen Sie mir jetzt sagen, wo er steckt. Aber woher wissen Sie, dass er eigentlich Michael heißt? Ich weiß sehr viel mehr über ihn als Sie, Lucy. Glauben Sie mir. Also? Er ist nicht hier. Sie sind unterwegs nach Kansas. Ihr Ziel ist Colorado. Danke. Sie werden es garantiert nicht bereuen. Das hoffe ich. Hoffentlich finden wir davon was zu beißen und Wasser. Ja, der verdammte Gaul bricht gleich zusammen. Kein Wunder, wenn man 2 Tage keine Pause macht. Ich bin mir sicher, Leute, dass da sind Mormonen. Ab jetzt wird nicht mehr geflucht. Du kannst uns nicht das Fluchen verbieten, Bill. Naja, dann versucht wenigstens den Mund zu halten. Der Friede des Herrn sei mit euch, Fremde. Amen. Der Weg ist lang und sehr beschwerlich. Möchten Sie sich ausruhen? Danke, Sir. Wissen Sie, wir haben unsere Lasttiere verloren. Sie sind in eine Schlucht gestürzt. Und als ich sie gesehen habe, da habe ich mir gesagt, soll mich der Teufel holen, wenn uns der Himmel nicht diese gütigen Mormonen geschickt hat. Wäre es möglich, etwas Wasser und Essen zu bekommen? So leid es mir tut, wir haben nur so viel dabei, wie wir selber für die Reise brauchen. Wir wollen nach Colorado, aber wenn Sie uns begleiten, teilen wir gern das Wenige, was wir haben. Danke, danke. Der Himmel wird Sie für diese gute Tat bestimmt belohnen. Es gibt keinen Zweifel, wir haben Ihre Spur. Die 7 sind immer noch zusammen. Wir wissen nur nicht genau, ob Sie 2 oder 3 Tage Vorsprung haben. Wahrscheinlich sind Sie einfach nur sehr schnell geritten. Ja, wir werden diese Brüder schon einholen. Du wirst sehen. Für wen hast du in diesem verdammten Krieg gekämpft, Alan? Für den Norden. Meine Familie ist aus Tennessee. Ja, voll und ganz für Jefferson Davis und die Konföderation. Ich habe immer im Norden gelebt. Ich hatte völlig andere Ansichten. Mein Vater starb, ohne mir vorher zu verzeihen. Ist er im Krieg gefallen? Er wurde von Unionssoldaten gehängt. Er hat gern in Bäumen gesessen und sie abgeknallt. Und wie war's bei dir? Nord oder Süd? Weder noch. An den Norden verkaufte ich Pferde und an den Süden Informationen. Für dich gab's keine Unterschiede. Darauf kannst du einen lassen. Daniel Samuelson ist alles, was mich interessiert. Ich habe gehört, Sie haben da eine Kolonie in Utah gegründet. Sind Sie dorthin unterwegs? Nein, ganz so weit wollen wir nicht. Wir haben per Briefwechsel eine Ranch gekauft. In Pueblo, in Colorado. Wir wollen uns dort niederlassen und mit Gottes Hilfe eine Kolonie aufbauen. Die nur aus Männern besteht? Aber es sind auch junge Männer dabei, wie Sie gesehen haben. Wir hoffen, noch ein paar gute Frauen zu finden, um uns zu mehren und ein Leben in Gott zu führen. Amen. Wenn Sie nichts dagegen haben, legen wir uns jetzt schlafen. Ja, wir auch. Morgen erwartet uns ein langer Tag. Nee. Sie haben bestimmt eine Menge Geld dabei, um Saatgut und Werkzeug zu kaufen. Und vor allem haben Sie genug Vorräte und eine Menge Wasser. Also, wie siehst du die Sache? Wir greifen uns alles und nehmen ihre Pferde mit. Dann sind sie aufgeschmissen und können uns nicht verfolgen, selbst wenn sie wollten. Du bist doch nicht etwa plötzlich Mormone geworden für einen Teller Bohnen. Zachary Hutchinson, dein Problem ist, dass du einfach nicht mitdenkst. Würdest du zur Abwechslung mal deinen Kopf benutzen, dann wärst du Bandenchef wie ich und kein Volltrottel. Jetzt hört mir mal zu. Die Typen haben eine Ranch gekauft. Sie haben es schriftlich und per Post gemacht, also kann niemand wissen, wer sie sind. Wir könnten das wunderbar ausnutzen. Was könnte unauffälliger wirken als eine Mormonenkolonie, die den Acker bestellt und Rinder züchtet? Ein Farmerleben am Tage, ein Banditenleben in der du Nacht. Du bist ein Genie, Bill. Aber da müssen wir jeden Einzelnen umlegen. Tu nicht so, als ob du Schiss davor hättest. Was sagst du dazu, Kid? Ich mach da nicht mit, Bill. Ich bin doch kein Schlechter. Seit wann bist du denn so ein Weichling, Junge? Was ist mit dir los? Ich möchte nicht, dass diese guten Menschen umgebracht werden.
Na gut, Kid. Dann warte hier. Zack, sag's den anderen. Wenn du die Schüsse hörst, kannst du dich umdrehen und wegsehen, bis die Sache gelaufen ist. Seht ihr schrecklich aus, so in Schwarz. Wie eine Dorfgemeinde, die zur Beerdigung geht. Das ist ja ungewöhnlich. Drei Feuer für sieben Männer. Vielleicht sind sie noch auf andere getroffen. Hey, Dan, was sagst du dazu? Sieht aus, als wenn es hier eine Schießerei gegeben hätte. 38er Colt. Weißt du, ob einer dieser Gangster vielleicht religiös war? Kann ich mir nicht vorstellen, wieso. Dann dürften das hier nicht die gewesen sein, die wir suchen. Also weiter. Damit wäre für mich soweit alles in Ordnung, Mr. Charrington. Ich darf Ihnen jetzt also viel Erfolg für Ihre Farm wünschen. Sie werden bestimmt mit den Leuten von Pueblo in guter Nachbarschaft leben. Es sind alles gute Menschen. Ich bin mir sicher, dass wir sehr gut mit Ihnen auskommen. Wie Sie höchstwahrscheinlich wissen, ist Brüderlichkeit Voraussetzung für unsere Religion. Aha. Ja, nun, wenn nichts weiter anliegt, dann... Nein, es ist alles in Ordnung. Das ist die notarielle Beglaubigung für Ihren Kauf. Auf Wiedersehen, Mr. Charrington. Ergebensten Dank, Sir. Auf Wiedersehen, Bruder. Hey, Bill. Ja, doch. Maul halten, ihr Idioten! Denkt immer daran. Mormonen sind ernsthafte Menschen, die lieber schweigen als quasseln. Heute Abend reiten wir in die Stadt und ich möchte, dass ihr alle einen guten Eindruck auf unsere neuen Nachbarn macht. Seht euch!
was? Los, ab, verschwinde! Los jetzt hier! Na, macht schon! Los mit dem Kerl! Komm, Leute, Feierabend! Das war deine Schuld, du verdammter Idiot! Wann lernst du dich wie ein zivilisierter Mensch zu benehmen? Ich konnte nicht wissen, dass sie verheiratet ist. Du hättest dich vorher erkundigen müssen. Hey, ich hab gesagt, nicht so viel trinken. Besoffen benimmst du dich wie ein Tier. Kannst du dich nicht mal zurückhalten? Ihr Whisky schmeckt nach Lampenöl und sie wollen $1 pro Flasche. Ach verdammt, das reicht jetzt. Am besten wir reiten nach Hause. Ihr habt mir für heute genug Ärger gemacht. Drei Brüder können ja nicht mehr geradeaus laufen. Warum kriegt ihr keine Milch, wenn ihr nach 2 Gläsern Whisky gleich umfallt? Statt eurer Kühe solltet ihr euch lieber mal ein paar Frauen anschaffen. Aber mit denen wisst ihr ja nichts anzufangen. Das werdet ihr bereuen, Jungs. Halt die Klappe, Zachary. Wo die Rottdinger sind, ist vorne. Das finden die nie. Guten Morgen, Gentlemen. Was darf es sein? 2 Bier. Bei Ihnen hat es wohl gestern Abend ein bisschen Zoff gegeben. Sowas kommt schon mal vor. Wir sind ein freundlicher Menschenschlag. Aber wir lassen uns nicht auf den Arm nehmen. Waren es Fremde? Eine Mormonenfamilie, die draußen in Blackstone County eine Ranch gekauft hat. Sie kamen hierher, um zu feiern, aber sie vertragen kaum was. Die werden sich nie wieder hierher trauen. Wir haben diesen Brüdern gestern klargemacht, dass wir nicht zu Scherzen aufgelegt sind. Waren in den letzten Tagen sonst noch irgendwelche Fremde bei Ihnen? Ein Offizier vor einer Woche ungefähr. Ich glaube, er ist unterwegs zu seinem Regiment gewesen, in Fort Idisdale. Der Mann hieß Tusson, ja, Major Tusson. Wie Sie sehen, verirren sich hierher immer nur wenige. Haben die Herren vor, länger zu bleiben? Das glaube ich nicht, vielleicht so bis Sonnenuntergang. Der Rest ist für Sie, und danke. Danke Ihnen. Hey, du bist ja so spendabel, Dan. Du verprasst jetzt wohl das ganze Geld von der Springfield Bank, oder? Ganz genau. Ja. Das heißt, sie müssen ihr Lager irgendwo außerhalb der Stadt haben. Aber wie schaffen die bloß ihre Vorräte ran? Tja, keine Ahnung. Was für ein herrlicher Zufall. Das ist ein Mormonengebetsbuch. Die heilige Schrift ihrer Glaubensrichtung. Findest du das nicht merkwürdig? Und Mormonen benutzen auch keine 38er Colts, oder? Die haben höchstens alte Messer. Ja, und sie lassen sich nicht in Saloons volllaufen. Ich würde mal vorschlagen, dass wir diesen Jungs auf den Zahn fühlen, oder? Ja. Männer, wir scheinen Glück zu haben. Es ist nur eine Eskorte dabei.
Gentlemen, junge Lady, Ihre Reise ist vorbei. Steigen Sie aus. Tempo. Her mit allem, was aus Gold und Silber ist. Familienerbstücke können Sie behalten, wenn sie nicht zu wertvoll sind. Seltsame Mormonen, die um diese Zeit immer noch nicht wach sind. Vielleicht sind sie ja unterwegs. Dann warten wir auf sie. Und was ist, wenn wir uns irren, Dan? Dann hätte die Bande mittlerweile schon einen riesen Vorsprung. Ich werde mich da mal umsehen. Mich kennt keiner, also wird auch niemand Verdacht schöpfen. Gib du mir Deckung. Hallo, ist jemand zu Hause? Was soll dieser Lärm? Wer sind Sie? Was haben Sie hier zu suchen? Guten Morgen, der Herr. Ich bin ein Farmer, genau wie Sie, und unterwegs nach Westen. Rebecca und ich haben Durst. Wer hat Durst? Rebecca ist mein Pferd. Entschuldigen Sie, dass ich Sie vorher nicht um Erlaubnis gebeten habe. Darf ich? Ja, nehmen Sie so viel, wie Sie wollen. Aber dann verschwinden Sie hier. Ich brauche keine Arbeiter. Verstehe, aber ich hätte gern für Sie gearbeitet. Okay, dann bediene ich mich einfach. Zachary Hutchinson, Bill Andersons Kumpan. Es war keiner mehr im Haus außer ihm. Was machen wir jetzt? Tja, wir hätten da verschiedene Möglichkeiten. Wir könnten zurück in die Stadt gehen und dort einen Trupp zusammenstellen. Das würde den Leuten in Pueblo garantiert gefallen. Nein, mein Freund. Wir lassen uns was Besseres einfallen. Du willst die Belohnung und ich möchte jetzt kein Risiko eingehen. Weißt du, ich glaube, du hast recht. Am besten, wir schaffen uns erstmal den einen da vom Hals und warten einfach, bis die anderen zurückkommen. Na, sieh mal einer an! Schön die Flossen hoch! Glaub mir, Zack, den einen habe ich schon mal gesehen. Ja, das ist er. Er hat Snake umgelegt. Ja, stimmt genau. Und Kit hat ihn laufen lassen. Bringen wir sie zur Ranch. Legen wir sie doch gleich hier um.
Machen wir kurz einen Prozess. Nein, das haben wir nicht zu entscheiden. Das ist Bildsache. Los, vorwärts! Na schön, Männer. Beeilt euch. Um die Zeit müssen wir eigentlich schon auf der Ranch sein und arbeiten. Arbeiten, klar. Und was haben wir dann bis jetzt gemacht? Hä? Also, was meinst du? Ist es jetzt tief genug? Nein. Da würden euch doch die Kojoten riechen und wieder ausbuddeln. Wenn du mich fragst, wird es erst dann tief genug sein, wenn Bill hier ist. Na, dann werden wir wohl ewig graben müssen. Was willst du damit sagen? Meinst du, sie werden Bill nach dem Verhör wieder freilassen? Nein, garantiert nicht. Es sei denn, er gibt zu, was sie mit den armen Mormonen gemacht haben. Was wisst ihr? Rückt schon raus damit. Wer sind diese anderen? Denn wie hieß noch mal dieser Major, der vorhin die Anderson-Bande gefasst hat? Tucson, oder? Ja, ich glaube schon. Hier wird sicher bald die ganze Fort Idisdale-Garnison auftauchen. Ich würde an eurer Stelle alles zusammenpacken und dann ziemlich schnell von hier verschwinden. Das haben wir doch gut hingekriegt, Anne. Na gut, bringen wir es zu Ende, damit sie hier niemand findet. Einer von denen ist dein Mann, Elm. Und die anderen vier gehören dir. Wir müssen sie da rauslocken. Versuch doch mal, sie beim Namen zu rufen. Hä? Obwohl, es wird ganz bestimmt nicht schaden, wenn wir die Jungs ein bisschen nervös machen. Die sind immer noch da. Was wollen die mit den Schüssen bloß erreichen? Die machen mich ganz mischugge. Ich will hier endlich raus! Das bezwecken diese Kerle doch damit genau das. Bleib ruhig. Ist leicht gesagt, Kid. Wie lange sollen wir hier warten? Früher oder später müssen wir hier raus. Wir haben kein Wasser. Wir sitzen in der Falle und je länger wir hier bleiben, desto schlimmer wird es. Ich bin mir sicher, die haben alle Leute gewarnt. Und die werden hierher unterwegs sein. Wir müssen verschwinden! Wollen wir denn nicht auf Finnegan und Zachary warten? Hast du denn noch immer nicht kapiert, dass die beiden nicht mehr zurückkommen werden? Wir dürfen keine Zeit verlieren. Ihr drei geht raus und umzingelt sie. Kit und ich versuchen, sie zum Haus zu locken. Geht klar, Bill. Na los, gehen wir. Komm, Kit. Wir hauen hier ab. Wenn du draußen den ersten Schuss hörst, verschwinden wir aus diesem Drecksloch. Hast du denn keine Angst, Bill? Klar habe ich Angst. Davor, dass ich nicht weiß, was vor sich geht. Und vor Leuten, die ich nicht sehen kann. Dann kannst du allein gehen. Ich will nämlich wissen, wer da draußen wartet. Nein, Kid. Du kannst nicht hierbleiben. Die nieten dich um. Hör zu, Junge. Wir müssen zusammen raus. Wir beide schaffen das schon. Nein, ich komme nicht mit. Ich sehe keinen mehr. Sie wollen uns umzingeln. Achtung, Dan. Thank you.
Hör auf meinen Rat. Bitte, Kid. Du bist immer wie ein eigener Sohn für mich gewesen. Das ist mir nicht geheuer. Wir haben keine Chance. Wir müssen weg. Versuch dich zu beruhigen. Genehmige dir einen Whisky. Ist dir nicht klar, was los ist? Wir müssen hier weg. Sie werden uns hängen. Wir müssen hier verschwinden, bevor es zu spät ist. Es ist schon zu spät. Siehst du denn nicht, dass du schon seit Ewigkeiten tot bist, ha? Nein. Nein, bitte, Kid, ich will nicht sterben. Wir schaffen das schon. Wir fangen irgendwo anders von vorn an. Wir beginnen ein neues Leben, Junge. Weit weg von hier. Komm doch mit, ich bitte dich. Und die anderen, Bill? Die sind mir verdammt nochmal scheißegal. Warte, Kid, geh nicht raus. Du kannst mich doch nicht zurücklassen. Ich brauche deine Hilfe. Lass mich gehen, Bill Anderson. Du bist so ein verdammter Feigling und endlich weiß ich es. So jemand wie du ist mir egal. Kid! 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 So, die drei machen keinen Ärger mehr, Ann. Bleib du hier, ich schnapp mir Bill. Zeig dich! Ich weiß, dass du es bist. Ich bin allein, siehst du das nicht? Ganz ruhig, hab keine Angst. Aber mach keine Dummheiten mehr. Ich drück schon nicht ab. Oh ja, noch immer der alte Allen. Der Mann, der stets mutig und unfehlbar gewesen ist. Los, schieß! Mach schon! Bring's hinter dich und schieß endlich! Nein, Michael. Ich bin hergekommen, um dich mitzunehmen. Und dazu brauche ich den Revolver nicht. Keinen Schritt weiter, Allen! Zwing mich nicht zu schießen! Ich hatte gesagt, ich will dich nie wiedersehen! Die anderen bist du los. Was hast du vor? Willst du dich der nächsten Bande anschließen? Was glaubst du, was das für Leute waren? Helden? Du hast doch gesehen, wie feige Bill war. Allen, noch ein einziges Wort und du bist dran. Ich schieße garantiert! Das tust du nicht. Du kommst mit. Du machst einen großen Fehler, Allen. Wirklich. Du konntest mir nicht mehr helfen, Allen. Es war zu spät. Du darfst nicht reden, Michael. Jetzt weiß ich, dass ich dir wichtig gewesen bin. Danke, Allen.
Tut mir leid, Ern. Er war mein Bruder. Ich habe versprochen, ihn nach Hause zu holen. Dein Bruder? Aber das hättest du mir vorher sagen müssen. Wie konnte ich das wissen? Das spielt jetzt keine Rolle. Geh einfach. Mach's gut, Herr.